is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die künftigen Ereignisse haben eine bestimmte Reihenfolge. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Ich sah, dass Jesus, das Allerheiligste, nicht eher verlassen würde, als bis jeder Fall entschieden wäre. Entweder zur Rettung oder zur Vernichtung. Auch der Zorn Gottes wird nicht kommen, bevor Jesus sein Werk im Allerheiligsten beendet hat. Dann legt er seine Priesterkleidung ab und bekleidet sich mit dem Gewand der Vergeltung. Dann wird sich Jesus von seiner Stellung zwischen dem Vater und dem Menschen zurückziehen. Und Gott wird nicht länger schweigen, sondern seinen Zorn über alle ausgießen, die seiner Wahrheit den Rücken gekehrt haben. Ich sah, dass die Wut der Völker, der Zorn Gottes und die Zeit, in der die Toten gerichtet wurden, voneinander getrennte Ereignisse sind, die eins nach dem anderen kämen. Ich sah auch, dass Michael sich noch nicht aufgemacht hatte und die Zeit der Trübsal, wie es sie nie gegeben hat, noch nicht begonnen hatte. Die Nationen sind zwar jetzt schon zornig, wenn aber unser Hohepriester sein Werk im Heiligtum beendet hat, dann wird er sich aufmachen, die Kleider der Rache anlegen, und dann werden die sieben Plagen ausgegossen werden. Ich sah, dass die vier Engel, die vier Winde halten, bis Jesu Werk im Heiligtum verbracht war. Dann werden die sieben letzten Plagen kommen. Diese Plagen erregten die Wut der Bösen gegen die Gerechten, weil sie dachten, wir hätten die Gerichte Gottes über sie herabbeschworen. Und dass auch die Plagen aufhören würden, wenn sie uns nur ausrotten könnten. Eine Verordnung, alle Heiligen zu töten, wurde erlassen. Sie bewog sie, Tag und Nacht und Wetter zu schreien. Das war die Zeit der Angst in Jakob. Alle Heiligen schrien in ihrer Seelen Angst und wurden durch die Stimme Gottes befreit. Vor seiner Kreuzigung erklärte der Heiland seinen Jüngern, dass er getötet werden, sich dann aber wieder aus dem Grab erheben würde. Doch die Jünger sehnten sich bloß nach zeitlicher Befreiung vom Römerjoch. Sie konnten den Gedanken nicht ertragen, dass er, in dem all ihre Hoffnung zusammenließen, einen schändlichen Tod erleiden würde. So wird uns in den Prophezeiungen die Zukunft genauso deutlich eröffnet, wie sie den Jüngern durch Christi Worte eröffnet wurde. Die Ereignisse, die mit dem Abschluss der Gnadenzeit und dem Werk der Vorbereitung auf die Zeit der Trübsal zusammenhängen, sind ganz klar dargestellt. Und doch versteht der große Haufen von diesen wichtigen Wahrheiten genauso wenig, wie wenn sie nie offenbart worden wären. The Lord is coming. Are you ready?